Hello, Lissy here. I'm going to explain you the dance, the code. It's the winning song of the Swiss singer Nemo. So Switzerland won the Eurovision Song Contest 2024 on the 11th of May. And I choreographed a dance to it right away. So I hope you like it. It's 64 counts, not too hard to do. There are two tags, restarts, but not so difficult. So it's an improver level line dance. For waltz, I'm going to show you the first waltz, exactly right how it is in the dance. So we start with a rocking chair, with your right rocking chair. Rock forward, recover left, rock back, recover left. Step right next to left and cross left over right. And unwind a quarter turn to your right. Weight is on your left. The same again. So rocking chair, right next to left, left crosses right, and a quarter turn unwind to your right. Now a big step to your side right, big step, the floor is stopping. So drag your left towards your right and open your knees, so your thighs and knees go open together. The same to your left, a big step to your left, drag your right, touch and open your right knee and tie to your right, and center, and again. Okie dokie, now we have a quarter turn to the right, with the right, hitch left, and a half turn to your right, hitch right. After that we walk forward, 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 three steps forward, hitch left, a big step back with the left, and a coaster step into forward, 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 hitch again, big step. Now rock back, recover, step forward with your right, half turn to your left. Now two full turns to your left. So half, 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 half. It's really hard on this floor to do it smooth. And a rocking chair. So it counts everything from the top. Five. So now this is actually the whole dance, not the first wall. Okay. So again, we do the whole dance. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that's the whole dance. Now, during wall one, we only do, instead of quarter turn and so on, we do only quarter. I start the dance from the top till we have to restart or the tag, actually, during wall one. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. So instead of turning quarter and half, we're just doing a quarter and quarter to face 12 o'clock again. Then comes the slow part, the opera
far apart. We're going with the right forward. You can lift your arms up. 8 counts. Now left forward. Arms back again down. Now back right, diagonal back. Lift your arms up and left, diagonal back and touch. And give an accent on the 8. And then the dance starts again from the top. So doing the whole dance again with counts. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, then the third wall. After the third wall, you have extras rocking chair. So third wall ends at 6 o'clock. It's ending with rocking chair. Then you put another rocking chair, and then you start to dance again with rocking chair. So 3 rocking chairs in a row. That's during wall 3 or after the wall 3 at 6 o'clock. Then after wall 5, you're facing 12 o'clock. After the ending, you do 4 skates. Right skate, left skate, right skate, left skate. And then you start the dance again. And the final, you do just a turning. When you turn towards 6 o'clock, you do the 2 turns, so dum bum, and again dum bum. It's really hard on this floor. And then instead of a rocking chair, you do a step, turn, step towards 12 o'clock and end the dance at 12. Okay, because it's a Swiss song or a Swiss singer, I'm going to explain it now in Swiss German. Also, Schweiz hat gewonnen, ich bin so stolz auf Nemo und auch die Botschaft, die er überbringt in der heutigen Zeit, ist ganz, ganz toll, ganz super. Wir sind alles Menschen, egal was für eine Rasse, egal was für ein Geschlecht und egal, einfach egal, jeder ist einzigartig. Gut, zum Tanz, ist ein 64er Tanz. Und 4 Wände. 3 Spezialitäten drin, aber nicht so schwer. Nicht so schwer zum Tanzen. Fangt an mit Rocking Chair rechts, Schaukelstuhl, Rechtsführer, Gewicht links, Rechtsdruck, Gewicht links. Der rechte Fuß neben dem linken stellen, der linke kreuzt der rechte und ausdrehen. Ein Vierteldreieck nach rechts. Das gleiche nochmal. Rocking Chair. Der rechte Fuß neben dem linken links überkreuzen. Und ein Vierteldreieck nach rechts ausdrehen. Dann nehmen wir einen Seitenschritt nach rechts, einen langen Seitenschritt nach rechts, links dazu nehmen und dann auf und zu und auf und zu. Also das Knie und der Oberschenkel gehen nach rechts, wieder zurück zur Mitte, das zweimal. Das gleiche nach links, hernehmen den rechten Fuß und dann rechts, raus, zu. Mit dem Oberschenkel und Knie auf und zu und auf und zu. Dann nehmen wir Vierteldreieck nach rechts mit dem rechten Fuß und linken Fuß. Das Knie lupfen, Schritt Hitch. Dann eine halbe Dreieck mit dem linken Fuß abspielen nach rechts. Hitch rechts. Führen laufen. 3 Schritte führen. Hitch wieder links. Einen langen, ausgedehnten Schritt zurück. Art Coaster Step und wieder führen laufen. Und nochmal einen Hitch. Und wieder einen langen Schritt. Das passt super gut zur Musik. Dann ein Rock Back Recover, rechts führen, halbe Dreieck nach links, Gewicht ist links. Und jetzt 2 ganze Dreiecke. Ihr könnt auch Führer wenden, wenn ihr wollt. Auf dem Boden wäre es fast besser. Probier es wieder zu drehen. Rechts, links, das ist schwierig. Und Schuhe auch, Schuhe sind auch nicht gut. Und am Schluss haben wir noch ein Rocking Chair. Okay, the Dance of Rocking Chairs. Das Ganze mit Zählen. 5, 6, 7, 8. Rocking Chair. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, in der ersten Wand haben wir schon etwas Spezialität. Und zwar zeige ich heute mal bis der Tiefe vorne. Rocking Chair. Links über rechts, Vierteldreieck, zwei Schläge. Rocking Chair. Überkreuzen, Vierteldreieck. Side. Und use und links, touch, out, in, out, in. Jetzt haben wir ein Vierteldreieck nach rechts, Kitsch. Und jetzt nur noch ein Vierteldreieck nach rechts, wieder zu 12 anstatt der halbe. Haben wir da ein Vierteldreieck. Und dann kommt das Opernhaftige, dann machen wir einen diagonal langen Schritt rechts führen, links dazu. Wenn ihr möchtet, nehmen wir den Arm auf. Das gleiche links führen, langen Schritt. Rechts dazu, Arme wieder runter, rechts diagonal zurück, Arme wieder runter und links zurück und rechts gelebt, Arme wieder runter und noch so ein Akzent am Schluss auf 8. Zum nachher wieder anfangen, dann kommt der zweite Durchgang und der dritte Durchgang. Der dritte Durchgang endet bei 6. 6 o'clock und dann machen wir hören den Tanz mit Rocking Chair auf. Gibt es einen Rocking Chair als Tag und dann fangen wir den Tanz wieder als Rocking Chair an. Also sind drei Rocking Chairs hintereinander. Dann in der fünften Wand sind wir wieder bei 12. Nach der ganzen Dreieck haben wir Rocking Chair und dann vier Skates. Schritt für Schritt, rechts, links, zum wieder anfangen. Und das Ending ist richtig 12. Beziehungsweise wir haben hier wieder die ganze Dreieck, zweimal, ganze Dreieck und nochmal eine ganze Dreieck. Und anstatt Rocking Chair zum Schluss machen wir nochmal einen Step. Turn, Step. Dann hören wir genau bei 12 auf. Viel Spaß mit der Code. Dann müssen wir die Schweizer zusammenheben. Ciao, ciao.